Es geht um ein Aufwachen in eine umfassendere Wirklichkeit. Das ist also das religiöse, das mystische Erlebnis. Ein Begreifen, ein Öffnen in eine transpersonale Wirklichkeit. Ich bin Fadri. Ich bin jetzt hier für 6 Wochen am Benediktushof. Ich habe mir noch nie groß überlegt, was jetzt Spiritualität für mich bedeutet. Aber wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht einfach spirituelle Praxis ist vielleicht wirklich das, was wir hier üben, eben das im Augenblick sein, bei der Handlung sein, die man macht, beim Gehen, beim Meditieren, bei der Arbeit, beim Essen. Hier ist einfach der Rahmen ideal, um noch mehr in die Stille zu kommen. Wir haben die Möglichkeit, eben zu meditieren. Wir haben auch die Möglichkeit, eben mit einfachen Arbeiten uns immer wieder auf diesen Moment zu fokussieren. Wenn es einem gelingt, wirklich in die Ruhe zu kommen und hinter der Ruhe noch etwas zu entdecken, was sich sehr schwer mit Worten bezeichnete, lässt eine Erfahrung, dass die Welt etwas ganz anderes ist und dass auch das, was wir Gott nennen, etwas viel Umfassenderes ist, als das, was wir mit Worten beschreiben können. Wenn ich hier eine Botschaft mitteilen darf oder so, dann möchte ich einfach alle Leute, alle Menschen aufmuntern oder ihnen Mut machen, wirklich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit den eigenen Ängsten, den eigenen Projektionen, Konditionierungen. Wir sind offen für alle Menschen. Wir fragen nicht, welcher Konfession einer angehört. Wir fragen auch nicht, ob einer getauft ist oder nicht getauft ist. Wir sammeln die Menschen, die einen spirituellen Weg suchen, innerhalb ihrer Konfession oder außerhalb ihrer Konfession. Manchmal trifft man Menschen, die hat man noch nie gesehen, aber die kommen dir so vor, als würdest du die schon seit Ewigkeiten kennen. Und das ist mir hier passiert. Hab mich wie in der Familie gefühlt, unter lauter Freunden, und dann bin ich einfach hier geblieben. Was mich sehr fasziniert hat, ist so die innere Freiheit, mit denen die Leute hier leben. Wir sind ein Haufen von Individualisten und jeder lebt das spirituelle Leben, was wir versuchen zu leben, so ganz auf seine eigene Art und Weise. Wir sind hier nicht so sehr zumindest in so einem Rollenmuster. Einer ist so und der andere ist so, und das finde ich, hat mich sehr berührt, dass mir auch die Freiheit hier gegeben wurde, einfach ich selbst zu sein. Ich muss mich nicht irgendwie anziehen, ich muss mich nicht irgendwie verhalten. Ich kann ganz ich selbst sein, und das wird auch tatsächlich so gelehrt hier. You're making a thing now. See. You told me you can say something about what Ananda means for you.
very difficult. No, I'm joking. It's a big opportunity to grow, to share with the other brothers and sisters my love and to expand my love, to learn compassion, to learn understanding about the other people, and to feel more joy and to be inspired every day from the other people. Ja, viele Menschen, die hierher kommen als Gäste, die sehen wunderschöne Harmonie, schöne Yoga-Klassen, schöne Lehren, Menschen, die wirklich freundlich zueinander sind. Und das ist wirklich ehrlich, die Menschen sind hier freundlich zueinander und denken, Mensch, das, ihr habt ja ein Paradies hier. Aber wir sind auch Menschen hier. Wir haben viel Arbeit hier, von morgens bis abends ist jeder dabei, muss richtig zupacken. Wer nicht zupacken gelernt hat, der wird es bald nicht mehr packen hier. Wir leben eng aufeinander. Manchmal raten wir auch aneinander natürlich. Wir sind Menschen wie alle anderen. Das Gute hier ist natürlich, dass die Menschen, die hierher kommen, sich mit dem Gedanken kommen, selber zu wachsen und nicht so leicht zu sagen, du hast Schuld und du hast mir das angetan, also du musst dich ändern. Jeder, der hierher kommt, der wird zumindest angehalten zu denken, was muss ich lernen in dieser Situation? Life is a dream. Not only the educational system, but life at Ananda is the ability through either creating music or singing. Ananda means joy, divine joy. And the community, Ananda, the Ananda communities, of which there are eight in the world, exist to help people to find that joy that is in them and to help them to live that joy in every aspect of their lives. And so what happens with the Ananda schools, for instance, is that the children are encouraged to develop their own highest inner self that is unique from anyone else's. And in that educational development, they learn how to live all aspects of their life with more enjoyment, with more fulfillment, and with the ability to help themselves as well as to help others. So the teachers who are able to do this, whether in the public schools or in the Ananda schools, are the teachers who are able to, from their own center, be able to accept and see the difference in others and the qualities that they can develop in themselves naturally and to bring out that best that is in them. Weil viele Leute denken, Spiritualität hat nur was zu tun mit Yoga-Stellung und Meditation und Pranayama und Beten und diese Sachen, und das ist überhaupt nicht so. Unser Anliegen ist zum Beispiel die Wirtschaft, Business und alles andere auch, unser tägliches Zusammenleben zu spiritualisieren, auf eine andere Ebene zu bringen, auf eine höhere Ebene zu bringen. Und es ist nicht weniger spirituell, wenn du ein Geschäft leitest oder so. Es kommt darauf an, wie du das machst. Uns wird hier beigebracht, wenn wir Geschäfte leiten und Business machen und so, dass wir immer im Hintergedanken haben, stimmt es auch für den anderen? Ist es gut für den anderen? Oder schaut der andere dann schlecht aus? Also beide Seiten im Geschäft, denen muss es gut gehen.